Da sind wir zurück. Wir sind auf dem Weg auch zurück im Spiel zu Taylor, zu der verletzten Taylor und den anderen. Samuels. Und zu Marshall, der uns sich angeschlossen hat in der letzten Folge. Da ist schon mal eine neue Verkabelung. Haben einen Androiden kaputt gehauen und jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Ich schaue mich ja gerade ein bisschen um. Da liegt nur so eine blöde so ein Sammelobjekt. Aber ein Tonbankgerät ist da. Mach ich mal an. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich ein... Achso, pausiert ja immer. Ich wollte ein bisschen auf die Karte gucken. Eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. So, welchem Raum sind wir denn gerade davon? Rechts von dem ganzen Zeug. Rechts von dem ganzen Zeug? Echt? Ja. Das ist ja gar nicht zu sehen gerade, oder was auf der Karte? Genau. Okay, ich habe jetzt Luftreinigung und Kamerafeeds ausgemacht, erstmal hauptsächlich um Strom zu bekommen. Was macht man denn dafür an? Wahrscheinlich eine Tür. Die ist immer gut. Kannst du ja mal aufmachen, genau. Da habe ich noch zwei Stromreserven. Könnte damit entweder Luftreinigung nochmal anmachen, Alarmsysteme oder Lautsprechersysteme. Das lockt man ja das Alien ja irgendwie an. Ich lasse hier erstmal alles weg. Erstmal nur die Tür aufmachen. Dann merkt ihr aber, wo die Tür ist, weil dann kann man da gleich mal hinschauen. Vielleicht gibt es da was Tolles. Die Tür ist da. Direkt, wo es blinkt. Ja, eins weiter links. Du musst doch den Gang halt noch durch. Und der Raum hier ist es. Da war das. Da war die Tür? Das ist die Tür, genau. Hier. Korrekt. Echt? Ja. Habe ich falsche Erinnerung. Verrückte Sachen gibt's. Kommen wir hier raus. Ja. Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Geradeaus durch, links. Ja, ich will mich umgucken, jetzt wenn er mich extra noch warnt. Was ist das hier für ein Torhammer? Ist das wirklich Torhammer? Ja, ja. Das war erst nur so ein Gag, weil es so ein bisschen so aussah, aber ich habe sofort recht gehabt. Ach, dieser Martin. Du bist ja auch so ein Torexperte, oder nicht? Tor des Monats. Meine Freundin ist ja so ein Torfan. Kacktor des Monats. Stimmt, ja, aber ich... Von dem Film zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie so ein Fan von der Figur Thor ist oder... Ja, alles zusammen. Achso. Und weil der Chris Hemsworth mir halt so ähnlich sieht. Deswegen mag sie den auch. Ja, ihr unterscheidet euch eigentlich nur vom Gesicht, vom Körperbau, vom Charisma. Und vom Erfolg, so beruflich, aber gut. Jetzt geht's los. So unerfolgreich. Ich sehe dem Hemsworth eigentlich viel ähnlicher. Aber ich brauche das auch nicht. Die könntest du jetzt zum Beispiel mal ablenken irgendwie mit irgendwas. Und dann kannst du links in diese Tür rein, die du gerade aufgemacht hast. Schau doch mal auf die Karte. Ich weiß nicht, ich will nicht auf die Karte gucken, das killt die Immersion, die bei uns so dicht ist. Ja, dann lenk die doch mal ab. Oh, da ist noch einer. Siehst du, dass er seine Waffe gezückt. Hast du keine Giftgranate, um die alle gleichzeitig auszuschalten? Man das Alien dahin locken könnte? Das ist halt nicht mehr in der Gegend. Mit der Rohrbombe kriegst du die alle kaputt. Ich brauche nur eine Rohrbombe. Oder Rauchgranate. Na los, irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Was? Was? Aber welche Möglichkeit habe ich? Ich habe die Möglichkeit, die abzuschießen. Was war das? Der hatte ich schon mal gesehen hier. Ja. Ich würde einfach tendieren, dazu abzuschießen, weil davon habe ich halt am meisten. Ich habe halt am meisten Kugeln. Ich bin nicht einfach so, auch wenn jetzt andere das unspannend finden. Das ist aber auch laut, ne? Das Alien. Eine Rohrbombe ist nicht laut, oder was? Vielleicht, wenn du sie auf was Weiches wirfst. Oder du haust sie wieder mit einem Wir schaffen es, das verspreche Stahlbolzen ich. Kaputt. Alle drei? Volltreffer. Boah. Okay. Muss man ein bisschen mehr Respekt haben vor den. Ich wollte halt, hab's extra langsam gemacht, weil ich halt nicht daneben schießen wollte, aber das war halt auch ein Fehler. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Lötkolben. Ach, das ist die Geschichte hier. Jetzt hier außen mit der Lötlampe und so.
Das ist ja lästig, wenn man da jetzt jedes Mal auflöten muss. Das so stimmt. Okay. Ein bisschen dauert es ja dann schon. Was geht. Okay, okay. Ein anderer gut losgeworden und andere. Ich habe gar nicht gedacht, dass es so weit vorne steht, weil die anderen zwei ja, als das letzte Mal reingeschaut hat in den Raum, standen die ja relativ weit hinten da bei den. Bei den, diesem Durchgang halt. Vielleicht stand der auch hinter der Tür und. Noch einer mehr. Könnte sein. Könnte auch sein, stimmt. Man kann die Rohrbomben ja auch so als Falle benutzen. Man kann die auf den Boden legen, wenn jemand reinläuft, wie so eine Mine. Könnte ich hier praktisch so als Not mich damit absichern, sozusagen, wenn sie mir zu nahe kommen, dass dann die Rohrbombe wenigstens hochgeht vor ihnen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Kann ich die auch wieder aufheben oder ist die dann praktisch für immer verloren, wenn ich einmal gelegt habe, dass sie dann nicht wieder aufhebbar ist? Weiß man alles nicht, ne? Weiß man alles nicht. Sachen, die man nicht weiß, aber. Wenn ich mal eine Rohrbombe habe, gebe ich dir ungern aus der Hand. Um das mal so zu sagen. Ich hätte es auch anders sagen können. Wie denn zum Beispiel? Wenn ich nur eine Rohrbombe habe, möchte ich die gern behalten. Mhm. Vielleicht kannst du ja jetzt mit der Neuverkabelung da irgendwie für Terror sorgen und die Leute da ablenken. Oder das Alien hinlocken. Wir brauchen Vorräte. Oder so. Das ist doch gut. Ja. Da schaust du. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden. Und so auf jeden Fall mal Tür auf und dann halt Alarm da an. Oder ist das ist Alien, aber dann plötzlich da. Das ist, aber dann das ist aber auch ein Stückchen weiter, weil die stehen nämlich hier und der ganze andere Quatsch ist einen Raum weiter. Die laufen dann eher dahin. Meinst du, die laufen dahin? Vielleicht. Was hätte ich denn davon, wenn die dahin laufen? Weiß ich nicht. Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier lebend durchbringen wollen, können wir. Lass doch die Tür auf. Das mache ich auf jeden Fall. So, und jetzt kann ich hier Alarmsystem oder Lautsprecher. Was hätte ich denn davon? Nicht viel. Vielleicht verteilen die sich dann so ein bisschen. Ich glaube, das bringt nichts. Ich würde den Raum jetzt einfach mal Raum sein lassen, ehrlich gesagt. Ich finde ihn ganz schön spannend, ehrlich gesagt. Kann man vorstellen, dass wir dann nachher eh nochmal vorbeikaufen, kommen und dann vielleicht sind die ja dann gar nicht mehr da. Weil wir müssen ja in diesen Transitbereich, da müssen wir ja ständig durch. Ja. Also würde ich jetzt mich da gar nicht groß aufhalten. Ich gucke es jetzt nochmal an. Ich habe jetzt Alarmsystem und Lautsprecher aktiviert. Hast du? Ja. Noch keine Auswirkung. Wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Ist hier nicht auch noch ein Speicherpunkt? Ah. Kenne ich noch von früher. Früher? Da haben uns damals die Lobby versaut. Ach, war der das? Also ich glaube, Revolver ist eine blöde Idee. Ich glaube nicht. Sagte er und legte eine Patrone ein. Du kannst übrigens noch mehr nachladen, glaube ich. Du hast jetzt nur eine Patrone eingelegt von 6. Ach so. Musst du, glaube ich, alle einzeln machen. Ich muss echt alle einzeln machen. Das macht sie nicht. Okay, der Motion Tracker ist angesprungen. Das ist durch die Leute da oben. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Systems. Wir schaffen das. Also ich würde das lassen. Da ist nämlich noch einer, siehst du. Du hast recht gehabt. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Eins, zwei, drei, vier. Treffer. Vier. Und die knallen dich halt sofort ab. Moment, ich glaube, ich habe was gehört. Der hat's gut überstanden, sein Kopfschuss. Anscheinend. Der lebt noch, ne? Wieso rauchst denn du so? Rauchende Kreuz. Der hat's überlebt, oder? Der links sah nicht aus, als wäre umgefallen, oder? Ja, da ist er. Warum ist denn schon wieder leer? Ich hab doch nachgeladen 6 Kugeln. Ich hab doch erst 2 verschossen, oder? Komisch, ne? Hä? Hä? Das hab ich jetzt echt nicht geschnallt. Warum war denn der leer? Verstehe ich jetzt auch nicht. Man kann irgendwie, glaube ich, schneller nachladen, dass ich nicht immer die Weglegeanimation mache. Wenn du gedrückt hältst? Ja, nee, auch schneller. Wenn wir vielleicht gedrückt hat, dann hab ich jetzt einfach schneller gedrückt. Hä? Vielleicht schießt ihr alle 6 Schuss auf einmal. Ja, dann hättest du ihn aber auch mal zerreißen sollen. Da kommt einer.
Einen Schuss hast du noch. Ja, und vor allem habe ich die Lebenspunkte. Hopp. Der hat gerade was hier runtergeworfen. Ich dachte, er ist der hätte irgendwas. Bringt sie zur Strecke. Bringt kleine Mädchen zur Strecke. Okay, dann lasse ich das jetzt. Ich wollte es mal probieren. Ja, aber ja, was, war okay. Was war das denn mit den Patronen? Also das muss ich mir nochmal angucken. Keine Ahnung. Let's Play. Ja. Weil ich hab nur zweimal geschossen. Ja. Und ich hatte vorher 6 Kugeln. Ich rechne mal kurz nach. Ganz zugemacht. 10. Wie nicht zugemacht? Ja, du schießt und die anderen 5 fallen raus. Wie Michi in der Redaktionsfolge zu Far Cry 2. Wo ihm die Waffe auseinanderfällt. Ach, tolle. Good times. Hier mal warten. Was habe ich oben noch für Möglichkeiten? Verschiedene Granaten. Du könntest an denen vorbei halt den Geräuschmacher werfen. Ja, und dass sie alle dahin laufen. Dass sie alle irgendwo hinlaufen und dann schnell rein, wieder raus und so. Ach, komm. Oh, da ist einer. Der sieht dich. Siehst du? Der schießt auf dich. Weißt du? Ich hänge. Ich habe nicht gesehen, dass hinter mir so eine Kiste war. Ich dachte, ich komme an dem Dings vorbei. Hören die das, wenn der Transitwagen kommt? Habe ich auch gerade vermutet, ob sie darauf reagieren. Das Schusswechsel ist ja nicht so anzuraten. Wenn man dann halt sehr viel schneller zieht als ich und auch immer ausreichend Pistolenmunition in der Kammer hat, dann wahrscheinlich schon. So, weiß man jetzt. Aber ich hatte mal gedrückt, ob das geht. Ja, gedrückt halten geht auch. Okay, ich rufe jetzt einfach mal an, dann gucke ich mal, ob sie hier runterkommen. Und stelle mich hier hinten. Ist das denn die richtige? Ja. Nee. Nein. Eben habe ich die richtige gedrückt. Das mache ich jetzt nochmal. Die hat aber keinen Strom. Haha. Da muss ich auch wahrscheinlich so oder so da hoch. Was sagt der Motion Tracker? Der hat gepiept. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Jetzt weißt du, wo du hin musst. Da hinten hin. Und der ist nicht rum, wird oben sein. Dann ist das halt doch gar nicht optional mit dem Raum. Ja, dann probier doch jetzt mal deine Gadgets aus. Achso, dann machen wir es wirklich so. Ich lege hier unten eine Rohrbombe hin. So machen wir das jetzt. Und falls sie dann doch so weit kommen. Hier. Dann musst du aber anlocken. Kann man die jetzt eigentlich dann irgendwie. Kannst du auch wieder aufheben. Okay, da liegt sie jetzt eh nicht so ideal. Ich würde sie ans Treppenfußende oder oben ans Treppenende legen. Ne, wenn dann hier, wenn sie halt hier so weit kommen. So. Dann leg ich sie hin. Explodiert die denn einfach, wenn man drüber läuft? Oder? Kann ich mir nicht vorstellen, ja, doch, weiß ich nicht. Und du kannst ja schon mal oben hinlaufen. Lauf halt mal an ihr vorbei oben aber hin. Aber sie selber kann ja nicht auslösen. Nein, aber du kannst zum Beispiel 2 von denen bestimmt schon mal, also die links stehen, da stehen ja immer 2, dass du die schon mal mit dem Molotow-Cocktail erwischst. Dann brennen die schon mal genüsslich vor sich hin und die das anderen. Das muss ja auffällig sein, wenn ich jetzt so die Treppe hochkomme. Egal. Die da hinten meinst du, die da stehen? Da links die 2, die da bei dem da hinten stehen. Okay, das fiel anscheinend doch auf. Dann kannst du auf die werfen, sobald die Treppe runterkommen. Und die dann da noch durchkommen, die kommen dann in die Rohrbombe rein. Jetzt. Ne? Jetzt. Oh. Von der Idee? Aber richtig. Habe ich irgendwie gegen den Türrahmen geworfen? Ich glaube, ne? Das ist du hast halt den auf die Rohrbombe geworfen. Ne, ich habe eigentlich schon oben drüber gezielt. So ganz so. Ja, komm. Ganz ja, nee, ist ja gut. Das ist so. Das sieht natürlich doof aus. Solche jetzt. Szenen haben wir in den Let's Plays eh viel zu selten. Das ist nochmal so ein typisches Fritz- und Michi-Ding. Boah, da hatten wir in Dead Island so geile Szenen. Ich weiß. In solchen Sachen. Unglaublich gut. So. Ja, bei The Evil Within haben sie es ja auch ständig. Gott, ich leg's nochmal kurz dass weg. Dass sie wieder auf die Bomben schießen. Und so, einen schieße ich einfach jetzt mal mit dem Kopfschuss weg, weil ich jetzt viel Zeit zum Zielen habe. Dann kommen sie mir entgegen, dann wechsle ich zum, ne, ich mach's, ne, und, ne. Du kannst doch immer noch eine Rauchbombe irgendwie schmeißen, dass sie schon mal desorientiert sind, wenn sie auf dich zukommen. Nee, die sollen ja ruhig, die sollen jetzt zu zweit hier die Dings runterkommen. So, den einen schieße ich jetzt hier gleich weg. Und dann kommen die anderen hoffentlich alle runter. Ach, und dann habe ich hat's überlebt. Da ist
Das ist so albern. Aber auch das ist aber auch Quatsch, oder? Meine ernsthaft. Ja, ja. Jetzt habe ich schon wieder kein. Ach, die wirft die beim Nachladen raus. Hä? Oder so, egal, jetzt habe ich nicht genug Zeit für Quatsch. Hast du die Bombe jetzt platziert? Da liegt sie, ja. Ich würde ein bisschen weiter weggehen. Nee, doch nicht. Sie wirft hier. Hä? Also das mit dem Nachladen verstehe ich nicht. Und jetzt kommen sie natürlich nicht mit. Das war auch Quatsch. Ich habe erst ganz in Ruhe auf den Kopf gezielt und den eigentlich doch schon einigermaßen okay getroffen. Dass das halt so gar nicht gefruchtet ist, schon. Hat. Ja. Der zielt auf dich. Das ist aber schon. Also. Aber dann so gut treffen, verstehst? Alter. Der lebt wahrscheinlich immer noch. Wir sind hier nicht. Ah! Ich hab da drüben jemanden gesehen. Hier ist irgendwas. Einmal probiere ich es noch. So. Du weißt gar nicht, ob du da hoch musst, oder? Ich weiß es nicht. Unten fehlt der Strom. Wir können mal auf die Karte gucken, okay? Ja. So. Aber das ärgert mich schon ein bisschen. Ich verstehe, das ist dann anderes okay, wenn ich irgendwie dann im Kampf nicht so viel. Aber wenn ich halt ihn so angucke, so. Und dann treffe ich doch genau den Kopf. Mhm. Ich treffe ihn doch und genau. Mehr und mehrmals halt. Also ist schon so, egal. Gut. Nicht auf dem Spiel rumhacken. Machen wir es aber besser. Hier kann ich nicht rufen, weil wir keinen Strom haben. Ja. Hinten ist eine Verkabelung. Damit kann ich diesen Raum auch machen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Da ist immer noch eine verschlossene Tür, die wir aber nur mit. Da hinten. Ja, gut, da komme ich eh nicht hin. Ich bin ja erstmal hier und hier vorne und da oben sind ja schon die Leute. Die Leute stehen ja hier in diesem Bereich. Ja. Okay. Komme ich eigentlich da hinten durch? Nee, ne? Da, wo jetzt gerade der Cursor ist. Da ist abgesperrt. Das ist zu, ne? Hm. Ich muss garantiert da hoch. Das mit der Robombe hat aber wenigstens funktioniert, das wissen wir schon mal. Also man kann eine Robombe hinlegen und sie laufen da ran. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, aber es wäre ganz gut. Was ist denn hier noch? Das ist auch kein Stromkastel, gell? Nee. Nee, da kommen wir überhaupt nicht durch. Das sind Schränke. Nee, auf der anderen Seite. Aber warte mal, jetzt ist doch hier offen, der Transit, den du brauchst. Vielleicht war kein Strom, aber ich anders. Weil der, weil du den anderen gerufen hast, du kannst anscheinend immer nur einen rufen. Dann ruf aber dann doch kam mal. Die runter, dann lege ich mir trotzdem hier eine Bombe hin, falls sie halt kommen. Ja. Ich würde auch immer noch eine von den Granaten einfach mal benutzen. Okay, welche denn? Das kannst du dir dann aussuchen. Aber eine Rauchgranate dahin schmeißen oder was? Damit gewinnst du halt Zeit, vielleicht kommst du dann in das Transitding rein und die sehen dich nicht in der Zwischenzeit. Ich lade nur noch den Revolver nach. Den lädst jetzt mal nach, dann holst du den Transit und weichst nach links hinten hinter eine Säule aus und kannst das dann alles schön aus der Ferne anschauen. Vor allem, du musst halt auch mal hinschauen, weil du steckst dich immer so hinter der Säule und dann sieht man immer nicht, was passiert. Oder hier unter der Kiste. So gut sieht man jetzt auch nicht. Und jetzt möchtest du noch eine Rauchgranate oder Blendgranate und dann in den Transit rennen und dann... Zum Beispiel. Da kommt einer, siehst du? Den hast du jetzt schon mal erbröselt. Boah, wieder krass in so einer Blutwolke verpufft. Gell. Ein bitte. Fies. Da jetzt kommt noch einer. Das Alien kommt, glaube ich, auch, oder? Das klingt zumindest so. Ja, jetzt wäre Molotow gut, aber du musst halt weit werfen. Los halt mal. Und zwar nicht wieder irgendwo dagegen werfen. Das zerschellt dann halt. Ja, du wirfst. Wieso nimmst du dir immer die Sichtlinie auf alles? Ja, weil die mich sonst sofort beschießen. Ja, dann wirf halt mal, siehst du? Ah! Aber man hat doch eine ballistische Bahn. Die wirft doch nicht einfach jetzt so gerade vor sich hin. Ja, aber was traust du dem Spiel denn an ballistischer Bahn? Nein, aber das ist doch scheiße. Ich hab doch über die Kiste gezielt. Dann muss sie doch. Sie wirft doch dann. Nein, aber du kennst das Spiel doch. Warum wirft sie denn so? Das ist doch scheiße. Jetzt. Das ist doch Quatsch, ich mach das jetzt mal ohne das Spiel zu starten, ohne jetzt dahin zu gehen. Aber die Flugbahn von dem Molotow-Cocktail. Das ist doch scheiße, das ärgert mich jetzt. Wie wirft ihr. Guck mal so, ich stand ja. Stell mir die Szene jetzt nach, ja? Ja. So, und ich hab. Kurz gucken. Ich hab. Ich stand hier ungefähr und hab so. So habe ich gezielt, so. Ja, da wirfst du halt genau gegen die Wand. Warum denn? So, ich werf jetzt nochmal so. Wo landet's denn? Das ist doch scheiße. Warum wirft sie denn.
ich weiß nicht, wie es beim Baseball heißt, aber es ist dann halt hier so ein Curveball. Sie muss doch so... Oh. Wirf halt einfach nicht auf die Kiste, sondern auf die Leute. Wie wäre das? Wir gucken mal jetzt, wir probieren einfach mal hier ein bisschen so ballistikmäßig was aus. Wirft genau ja, aus. Die wirft halt gerade aus. Also das ist natürlich hier da. So, was, hier stellen wir uns mal vor, das Männchen, so hier kommt ein Typ, ja? So, der ist halt, so wie, der Kopf ist da, wo jetzt das Ding ist, ne? Dann will ich ihn jetzt hier so treffen, dann, okay, wir... Sogar noch ein bisschen höher. Bin noch was zum Werfen. Ne, erst aktivieren. Das ist auch mal geklärt. EMP-Mine werfe ich auch nochmal. Wissen wir es auch nochmal. So, wenn ich jetzt da so treffen möchte. Das ist aber, wie niedrig das geworfen hat. Also auch vom Start, natürlich kommt sie nicht da hinten an, aber selbst wenn ich jetzt hier, die wirft das voll niedrig. So ganz schön niedriger als man denkt. Sieht aber ganz schön cool aus. Also, sie wirft halt ein ganzes Stück niedriger, als man denkt. Als ich denke zumindest. So, haben wir das geklärt jetzt. Das hat mich jetzt echt geärgert. Weil die Planung und so war jetzt nicht so verkehrt, fand ich. So, und jetzt, nachdem ich weiß, wie das geht, mache ich natürlich alles korrekt. Alles praktisch genau richtig. Erstmal nachladen. Du hast noch einen Versuch. Ne, der reicht mir auch. Wenn die Gegebenheiten klar sind, dann reicht mir auch. Mach. First try. Das ist ja kein Problem. Das liegt natürlich komplett am Spiel. So, jetzt dann platzieren wir mal. Nein. Kommt schon an die Treppe runter. Und da sie jetzt eh runterkommen. So, jetzt rufe ich das Dings. Und dann schieße ich am einen schon mal kaputt. Obwohl, die kommen ja eh hierher, wenn ich das rufe. Also ich muss sie doch eh umbringen. Also kann ich jetzt auch nochmal wie vorhin einen Kopf schießen. Und vorhin hat es ja auch beim ersten Mal geklappt. Da ist einer gestorben gleich. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden. So, jetzt kurz gucken. Eins, zwei... Molotov habe ich ja nur einen, ne? Und jetzt ganz gut. So, wenn der jetzt nicht stirbt. Der hat doch keinen Helm auf und nichts, oder? Genickschuss. Schon ein bisschen feige. Ja, ich will hier keinen Tapferkeitsteil gewinnen. Nee. Drei so, Schuss. Einer ist aber schon mal weg. Renn halt, Mädchen, danke. Jetzt hast du aber den Transit nicht gerufen. Ist ja auch egal. Weil der Kampf jetzt eh erst noch stattfindet. Jetzt nimm doch eins von deinen Wurfgeschossen. Ja, aber das Einzige, was Schaden macht, ist das Molotow-Cocktail. Das macht ja nichts, aber jetzt siehst du schon die Schatten. Aber ich kann doch erstmal schießen, solange sie noch auf Distanz sind, weil das halt die schwierigere und unsichere Variante ist. Die kommen man erkennt es tatsächlich auch schlecht. Bis kannst du vielleicht nicht. Trotzdem schon mal den Transit ja, rufen in der Zwischenzeit. Ich. Tatsächlich schlecht. Und jetzt so. Kannst du ja schon. Ja, du willst ja deinen Revolver unbedingt benutzen. Du möchtest, dass ich das Molotow-Cocktail werfe? Nein, du machst, was du willst. Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trunkenheit. Ich halte nur ein Molotow-Cocktail, deswegen ich erstmal. Wie wird das bei diesem Abreißkalenderspruch oder so? Klar, kannst du schon so machen, aber dann ist es halt kacke. Die kommen nicht. Der kommt schon. Ich lach so, wie du jetzt von hinten vom Alien durchbohrt wirst. Ah, ist der Transit ist schon da, siehst du? Der ist halt so eingeschüchtert mit diesem Abknallen. Ja, komm. Ja, alles richtig. Dann nehme ich die Rohrbombe mit. Die lässt ja nicht da liegen, wenn ich jetzt hier weggehe. Weil es bei Levelladen das dann noch da liegt und so. Eine Rohrbombe ist schon ein ganz geiler Scheiß. First try. Solomons Habitat. Alles richtig gemacht. Q.
cool. Richtiger mach's ich jetzt in der nächsten Folge. Schauen wir uns nur noch an, wo wir hier ankommen. Wahrscheinlich im Solomons Habitat. Gewagte Prognose. Herr Veit. Hast du eigentlich gehört, als ich eine Zeit lang so krank war, war ich ja erst dann irgendwie, es war nach der Gamescom, da war ich ja erst irgendwie, fiel ich richtig, anderthalb Wochen war ich richtig krank, war ich dann zu Hause. Mhm. Und danach war ich dann wieder so halbwegs fit, war aber schon wieder hier und hatte voll die krasse Stimme. Da habe ich damals auch ein paar Let's Plays gemacht. Die Folgen sind so cool. So Dota gespielt, aber auch normale Let's Plays, da war die Stimme total anders. Das habe ich jetzt nochmal angehört letztens. Der Hammer. Muss ich mal aussuchen. Ist mir nicht auch gefallen. Krank ist abgefahren. Na wurscht. Wir sind jetzt hier im Solomons Habitat. Kehrt sie zu Samuels Taylor und den Marshalls zurück. Siehst du an, hier waren wir noch gar nicht, oder? In dem Bereich? Die Marshalls, das klingt wie irgendwie so das Ehepaar von nebenan oder so. Die Marshalls? Oh Mann, immer machen die Marshalls Ärger. Perfekt. Also, Daniel in der nächsten Folge findet die Marshalls. Ciao, ciao.